Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Green Boot TV. Heute mit der Rubrik Vegan Stuff. In dieser Rubrik möchte ich euch in Zukunft öfters mal Sachen vorstellen, die meinen persönlichen pflanzlichen Alltag erleichtern. Das heißt, es geht um materielle Geschichten, wie zum Beispiel Mixer, Spiralschneider für Zucchini-Nudeln oder aber auch zum Beispiel Riegel, Snacks, DVDs, Bücher, was auch immer, alles, was den Alltag so ein bisschen erleichtert. Heute beginne ich mit einer Zwischenmahlzeit, würde ich sagen. Viele haben gefragt, was isst du so zwischendurch und so. Und mir geht es halt darum, zwischendurch gute Sachen aufzunehmen. Und wenn ich nicht dazu komme, mir zum Beispiel einen Energy-Riegel oder sonst was selber zu machen oder halt den Shake noch nicht angemixt habe und gerade unterwegs bin, greife ich gerne auf irgendwelche Riegel zurück. Da geht es mir aber darum, nicht wie früher, wenn man jetzt irgendwelche Schokoriegel bei der Tankstelle oder sonst wo gekauft hat, die süßesten Sachen zu haben, sondern ich möchte mich schon vernünftig versorgen. Das heißt, ich möchte gute Stoffe, die meinen Körper auch irgendwie weiterbringen und nicht ausbremsen. Das heißt, ich hau mir nicht Unmengen von Zucker rein, wo nachher irgendwie die Zuckerkurve, der Zuckerspiegel im Blut hochgeht ohne Ende und ich dann falle und danach müde bin. Darum geht es mir nicht. Wenn ich unterwegs bin, esse ich zum Beispiel sehr, sehr gerne von Ruba diese Superfood-Riegel. Da gibt es verschiedene Riegel von. Und die möchte ich euch einfach mal kurz vorstellen. Das heißt, das sind so meine kleinen Zwischenmahlzeiten, wenn ich es nicht schaffe, mir selber irgendwas anzurichten, was mitzunehmen. Dann habe ich gerne diese kleinen Riegel dabei, mit dem kleinen Geist drauf. Jetzt ganz, ganz neu zum Beispiel ein Proteinriegel. Dieser Riegel hat dann 13 Gramm Eiweiß, was schon sehr, sehr viel ist für so einen kleinen Riegel. Aber Eiweiß nicht aus irgendwelchen Milchprodukten oder sonst was. In diesem Riegel zum Beispiel sind folgende Zutaten. Hier ist Rohkost, also das ist ein Rohkost-Proteinriegel. Das ist mir nämlich auch sehr wichtig. Es ist Raw Food, Rohkost. Und in diesem Riegel sind Datteln, Cashewkerne, Reisprotein, da kommt das meiste Eiweiß her. Kokosblütennektar, gemahlene Chiasamen, Spirulina-Pulver, die super Alge, das Superfood, Ingwer und Zitronenöl. Und das war's auch schon. Das heißt, es ist ein ziemlich sauberes Essen, was man nebenbei gut mal snacken kann. Mein absoluter Favorite, also es gibt verschiedene Geschmacksrichtungen, ist hier Hanf und Chiasamen. Das Schöne ist halt auch, diese Riegel schmecken nicht besonders übersüßt oder sonst was, ist halt kein Zucker drin und hier sind zum Beispiel 5 Gramm Protein drin. Also das sind so die Riegel, die ich habe. Da gibt es ganz verschiedene Ausführungen. Inka-Beere mittlerweile, die habe ich noch gar nicht probiert. Die hier, die Maulbeere, vielleicht was für die Mädchen von der Farbe, wenn wir mal klischee-mäßig drauf sind. Hier das gute Maca-Pulver, leistungssteigernd. Und was haben wir hier noch? Habe ich auch noch nicht probiert. Chili. Also ich nehme die Riegel auch wahnsinnig gerne mit zum Sport. Zum Beispiel auf langen Fahrradtouren oder so habe ich die echt gerne dabei. Früher zum Beispiel auf Wettkampfveranstaltungen. Es gibt immer nur extrem zuckrige Sachen, so die dir den ganzen Mund verkleben. Wer irgendwie einen Wettkampf schon mal mitgemacht hat, der kennt das. Diese Riegel, die alles zukleben, wo du irgendwie kaum noch atmen kannst. So. Da ist das auf jeden Fall die gesündere Alternative. Die ganzen Riegel sind auf der Basis, auf der Grundbasis von Datteln und von daher ein super gesundes Produkt. Wie gesagt, mir geht es darum, irgendwie euch Sachen vorzustellen, die euch den Alltag erleichtern. Als ich damit angefangen habe, mich pflanzlich zu ernähren, war es so, ich wusste, kannte viele Sachen gar nicht. So ist es vielleicht auch eine Horizonterweiterung. Ein Spiralschneider für Zucchini-Nudeln war mir völlig fremd. Heute kenne ich ihn, stelle ich euch auch demnächst vor. Es sind alles Sachen, bei denen ich 100% hinterstehen kann. Wenn mir irgendjemand was zuschickt und ich das ätzend finde, dann stelle ich es auch nicht vor, ganz einfach. Ich wünsche euch viel Spaß bei den nächsten Folgen und ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen. Wenn euch selbst was einfällt, was ihr unbedingt mal vorgestellt haben wollt, was weiß ich, Mixer, Entsafter, es gibt ja übrigens schon ein Video von mir, dann schaut da doch rein und sagt mir ansonsten Bescheid unten in der Kommentarleiste. Und ja, macht's gut, bis bald, seht zu, ciao.